Aber warum ein Paket? Also ich will es nur verstehen. Warum sagst du nicht, ja, ich mache vielleicht einen Shooter? Also was ist der ausschlaggebende Punkt für dich gewesen, dass du dich für Simulationen, ja, wegen der Technik einfach oder weil man dann vielleicht Berufe nachspielen kann? Aus beruflicher Sicht, weil mir einfach die Branche Spaß macht. Mhm. Und ich habe auch eine Faszination für diese Art und Weise zu spielen entwickelt. Ich betreue ja jetzt unseren Bussimulator und erkenne heute jeden Bus, der in Gladbach rumfährt. Also man entwickelt wirklich eine Faszination, wenn man sehr nah dran ist. Ich finde es interessant, wie man mit kleinen Mitteln, mit niedrigen Budgets Spiele entwickelt, die andere so glücklich machen, die so Freude machen, wo andere auch so drin aufgehen. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum ich bis heute unheimlich gerne auch Simulatoren entwickle, weil ich einfach sehe, dass meine Arbeit andere Leute glücklich macht, ihnen Freude macht, sie kreativ arbeiten lässt, also gerade im Bereich Modding. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich bis heute Simulatoren entwickle und eben keine Shooter, weil es mir einfach unheimlich Spaß macht. Sagt Ihnen, dass auch eine Simulation ein Spiel ist? Ja. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, eine Art Spiel, und Spielspaß ist für uns auch ein ganz wichtiger Fokus in der Entwicklung. Die Formel ist halt anders als bei einem Shooter beispielsweise. Simulator ist ruhiger, es geht mehr um die Technik, es geht um das Erleben, es geht darum, das nachempfinden zu können, was du auf der Straße siehst. Die wenigsten von uns haben die Möglichkeit, einen Bus zu fahren, aber an uns fährt jeden Tag ein Bus vorbei. Und es gibt halt Menschen, die sich sagen, hey, wie ist denn das, einen Bus zu fahren? Und das geben wir halt in unseren Spielen wieder, das bieten wir an. Ja, bei uns ist es so, ich klaue sehr oft einen Bus und fahre damit durch die Gegend. Ich kann es aber auch persönlich sagen, also ich war eigentlich immer von klein auf, wie auch ganz viele andere Leute, so ein bisschen interessiert an der Eisenbahn, weil es ja immer so etwas ist, was man nie wirklich nachvollziehen kann, wie das alles funktioniert. Wie, mit Strom. Ja, warum? Ja, das auch. Warum plötzlich ein Zug 10.000 Stunden Verspätung hat, das weiß man ja nie wirklich. Und ich war deswegen auch immer sehr interessiert daran zu erfahren, wie genau funktioniert so ein Zug. Und als ich damals den Train Simulator gespielt habe, das ist ja, ich glaube, der wurde auch so, ich weiß nicht, von Aerosoft, glaube ich, gepublished. Ich fand es interessant zu sehen, weil er war tatsächlich sogar, glaube ich, relativ realistisch in der Mechanik. Mir wurde erklärt, wie der Zug funktioniert, wie ich ihn steuere, was ich drücken muss. Dass ich zum Beispiel, ich habe davon nicht gewusst, dass ich alle 30 Sekunden eine Taste drücken muss, damit der Zug nicht stehen bleibt. Ja, weil wenn du nämlich einen Herzschlag hast, ja, genau deswegen. Dann sollte der Zug nicht weiterfahren. Aber Flati, darf ich mal ganz kurz eine Sache machen? Steh mal kurz auf. So. Setz dich wieder. Sie kannst dann am Quietschen. So. Du quietschst die ganze Zeit hier an. So, aber stimmt. Also ich finde den Train Simulator zum Beispiel eines der auch, muss ich ganz ehrlich sagen, besten Simulationen, grafisch vor allem auch. Und es gibt, glaube ich, eine Erweiterung für Köln. Ja. Köln-Düsseldorf. Diese Strecke sollte eigentlich nie existieren. Aber klar, Köln-Düsseldorf. Und dann steht man im Köln-Hauptbahnhof. Und da ist der Dom und die Hohenzollernbrücke und alles. Und es ist wirklich so, dass man denkt so, wie verrückt, weil da war ich, oder auch wo ich bei Notruf 112 war, oder da um die 2 Hamburg gibt es ja auch ein Add-on, und der Entwickler hat alles so verrückt nachgebaut, und dann war ich letztens in Hamburg und ich wusste genau, okay, da steht jetzt gleich eine Dönerbude, und die Dönerbude stand da, weißt du, und ich denke mir so, dass einfach diese Liebe zum Detail ist eigentlich nur bei zum Beispiel bei solchen Games wie GTA oder bei Simulationen, wo wirklich eine lebendige Welt da ist, ne? Und ich finde zum Beispiel einfach die Idee der Entwickler auch immer cool, ne? Vor allem beim Train Simulator, wenn du da so eine Strecke nach Düsseldorf bauen musst, du musst ja die ganzen Wahrzeichen noch dahinsetzen und so weiter. Ihr habt ja immer fiktionale Welten, richtig? Ja, also es ist natürlich schon immer in einem erkennbaren Setting, sprich wir sind irgendwo in Europa, beziehungsweise in der PC-Version war es definitiv Deutschland, das hat man schon an den Autobahnschildern gesehen. Ach, das war Deutschland? Ja, nicht. Nee. Aber ja, von der Sache her sind wir immer in einer fiktionalen Welt oder in einem Ort, den wir uns ausgedacht haben, um eben dann nicht zu sagen, ja, da erkennt sich jetzt wieder jemand drin oder wir bauen die Kölner Innenstadt nach oder irgendwie so Geschichten. Das wäre in der Tat, also das ist natürlich ein Aufwand da, Hut ab, den die Damen und Herren vom Train Simulator da immer gehen, der wirklich Anerkennung abfordert. Ja. Weil das alles dann eben so detailverliebt und so original und so nah dran ist auch, dass man da, wie gesagt, sogar die Dönerbude wiederfindet. Ja. Das ist ich bin immer da beeindruckt, wie viel Arbeit da drin steckt, vor allem wenn du so ein Add-on machst. Und in der Community ist es so, manche Leute machen die Add-ons tatsächlich auch kostenlos. Mhm. Ja, die setzen sich dann dahin. Ich habe einmal eine Idee gehabt, ich habe gesagt, ich baue mal für ein OMSI eine eigene Strecke. Ich mache dann so eine Videoserie. Ich habe für eine Straße
habe ich 3 Videos gebraucht, also eine Stunde. Und da habe ich mir gesagt, boah, Respekt an die Leute, die das machen. Mhm. Ne? Und so ein LKW oder ein Truck hier oder so generell einen Trecker zu modellieren, wie lange sitzt man daran? Auch ewig. Ja, es geht. Also wir haben natürlich... Als Modder. Ja, okay. Man muss sagen, mittlerweile haben wir Modder, die sind fast so erfahren wie auch unsere Grafikartists, die da rumsitzen. Wir haben natürlich den Vorteil, wir kriegen super Daten meistens schon von den Herstellern, oft irgendwie direkt Konstruktionsdaten, zumindest das Nötigste. Ne? Und haben dann schon eine perfekte Vorlage, wo wir nicht mehr groß messen müssen oder irgendwie Fotos brauchen oder sonst irgendwas dergleichen, von denen wir bauen. Da haben es Modder in der Tat meistens ein bisschen schwieriger. Mm, ja. Und wir brauchen so 4 Wochen ungefähr, bis wir ein Fahrzeug in dem Detail gerade gebaut haben, wie es dann in der PC-Version drin war, jetzt vom Bausimulator. Natürlich mit Innenraum und allem drum und dran und optimiert, dass es für Spiele gut geeignet ist. Da muss man sagen, ist bei Modder natürlich die bauen, wie sie es sich selbst beigebracht haben oder irgendwo ja. gelernt haben. Manchmal ist das dann auch ein bisschen zu heavy oder auch von den Texturen her ein bisschen zu krass. Das merkt man dann schon, wenn die Mods plötzlich riesig werden. Mhm. Und man da drückt und dann wartet und warum lädt es denn so lange? Ja. Aber die tun nach bestem Wissen und Gewissen auch da eben diese Detailverliebtheit und diesen Detailgrad an den Tag legen und versuchen da auch bestmögliche Qualität dann eben reinzubringen. Da wird dann auch jede Radkappe und Schraube nachmodelliert und jede Tachonadel und Dings dann. So halt muss es sein, ne? Man möchte ja alles richtig machen. Man will ja nicht abstinken gegen die Modelle, die schon im Spiel sind. Also ja. Ein bisschen zu den Sounds, genau das. dass der Trecker ja. auch richtig klingt. Also das wollte ich als nächstes fragen. Das ist auch bei uns immer wichtig, oder dass der LKW richtig klingt. Ja. Genau, und da werden dann teilweise der Hersteller dann besucht. Genau, und das war meine der nächste Frage. Wirft dann das entsprechende Gerät dann an und das wird dann von mehreren Seiten dann aufgenommen. Ah, siehst du, also es ist gar nicht, ich dachte immer, die Entwickler machen das selber, die Hersteller des Fahrzeugs, ne, sagen, weil manchmal finde ich auch, dass Fahrzeuge sich gleich anhören. Ja? Deswegen könnte ich gar nicht für mich persönlich herausfiltern, ist es der gleiche LKW, hat man das gleiche Set benutzt oder ist es ein anderer? Ja, klar, wird natürlich auch getrickst, beziehungsweise ist unterschiedlich auch von den Herstellern her. Wie bei Weltenbauer? Wir haben bei manchen Herstellern waren wir jetzt wirklich da und haben vor Ort Aufnahmen gemacht. Da haben wir unser Soundteam losgeschickt, die haben das aufgenommen. Andere Hersteller, wir arbeiten jetzt gerade an der mobilen Fassung und haben Caterpillar als großen Lizenzgeber. Die haben ein eigenes Department für Sounds. Ja. Die bauen selber auch Simulationen, dann zu Ausbildungszwecken eben. Und da gibt es für manche Fahrzeuge eben schon komplette Soundsets, so wie wir sie auch benutzen. Und die kommen dann bei uns an. Manchmal hat man aber ein ganz anderes Gefühl davon, wie eine Maschine klingen sollte, ja. als sie es in der Realität ja. tut. Gerade in moderne Maschinen, moderne Trucks und so weiter mit einer Automatik. Man denkt immer an so scheppernde, blubbernde, riesige V8-Motoren irgendwie. Und davon ist in der Realität eigentlich von außen nicht viel zu hören. Ja. Die sind alle super gedämmt, leise und laufruhig und so weiter und so fort. Weil manchmal den Müllwagen, denkt man sich das ganz anders vor. Den Müllwagen, den höre ich immer trotz geschlossenes Fenster. Ja, ne? Der ist aber auch bestimmt der schon 25 Jahre alt. Die sind eigentlich ganz neu. Ja, okay. Wie muss ich das dann vorstellen? Dann wird dann ein Traktor hingestellt und dann stehen da Leute mit Mikrofon drumherum und dann machen die das Fahrzeug an und alle drumherum. Was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel du nimmst einen Sound auf und man hört im Hintergrund einen Vogel zwitschern? Dann wird die Aufnahme nochmal gemacht. Aber was ist, wenn die das nicht... Achso, dann verabredet man sich nochmal und das ist ja ein mega Aufwand. Du kannst ja warten, bis der Vogel aufhört. Ja, was ist, wenn du den Vogel gar nicht wahrnimmst, wenn du die Aufzeichnung machst? Dafür hast du dann ausgebildete Toningenieure vor Ort, die genau auf sowas achten. Ja, lustig, weil wenn der LKW fährt und alle 10 Minuten hörst, dann... Ja, nee, ich stelle mir das halt so mega komplex vor, eine Simulation zu entwickeln. Also mein Respekt davor. Und ich finde es halt schade, dass die Leute immer sagen, oder es ist ein Großteil gibt, ja... Spielt halt Simulatoren, weißt du, weil es ist irgendwie die Mechanik dahinter und ich glaube, der Grad der Entwicklung ist ein bisschen komplexer manchmal, das Gefühl, als beim Adventure-Game zum Beispiel. Weißt du, da wird auch gezeichnet und so muss kreativ sein, aber guck mal, wenn ihr zum Beispiel was technisch falsch macht, werdet ihr ja direkt, wie du sagst, Daniela, werdet ihr direkt, kriegt ihr direkt eine Mail, ja? wenn der Knopf mal falsch ist. Ne? Und deswegen frage ich mich mal so, habt ihr nicht auch Druck teilweise, dass ihr Angst habt, irgendwas falsch zu machen? Es geht eigentlich. Also wir sichern uns natürlich ab, die eingangs schon erwähnten Abnahmen durch die Hersteller, stellen zumindest sicher, dass wir
alles, was die Maschine betrifft, das in ihrem Namen und in ihrem, nach ihren Vorstellungen dann umgesetzt haben, dass wir damit unter trotzdem dann immer noch spielbezogen mal eine Einschränkung machen, dass nicht irgendwie jeder Knopf funktioniert oder jeder Hebel drehbar ist. Aber im Großen und Ganzen sind wir, wenn die uns ihr Okay geben, erstmal fein raus. Klar, wenn wir dann mit dem Spiel rausgehen und die ersten Spieler das dann in der Hand hatten und dann sagen, oh, das stimmt aber, da stimmt aber was nicht, dann hören wir uns das an, gucken, ob das berechtigt ist. Es ist nicht so, dass nicht auch den Herstellern bei der Abnahme, bei dem Abnahmeprozess auch mal was durchschlupft oder sie sagen, ja, oh, stimmt, das hätte man ein bisschen schöner machen können. Und dann wird nachgebessert. Meine persönliche Frage ist jetzt, wenn ihr jetzt hingeht und ihr ändert ein Fahrzeug nachhaltig ab, zum Beispiel sagt jetzt jemand, ja, der Knopf ist nicht richtig, der hat die falsche Farbe. Müsst ihr dann wieder hingehen zu dem Hersteller des Fahrzeugs oder können die das einfach machen? Also wir klären, wenn es wirklich größere Sachen sind, wo wir uns massiv vertan hätten, wobei ich mich fragen würde, wie das passiert, dann würde ich natürlich noch mal Rücksprache halten. Ansonsten, wenn offensichtlich etwas falsch gelaufen ist oder manchmal passiert es auch, dass irgendwie aus Versehen eine Textur verrutscht und irgendwo dann was zu sehen ist auf einer Maschine, was eigentlich gar nicht zu sehen sein sollte, eine Textur Fläche falsch aussieht oder irgendwas dergleichen. Ein Flüchtigkeitsfehler, würde man sagen, den korrigieren wir einfach und dann wird er rausgepatcht, ohne dass es einer merkt. Das ist der Ninja-Patch dann. Der Ninja-Patch. 8 GB Ninja-Patch. Nee, das ist kein Ninja-Patch mehr. Das ist größer als die meisten Spiele, die wir machen. Ja? Was man auch noch ergänzen kann, wir arbeiten auch während der Entwicklung ganz eng mit der Community und mit Experten zusammen. Mhm. Also beim Bausimulator habt ihr auch mal einen Beta-Test vor Ort gemacht in Wiesbaden. Das war spaßig, ja. Damals hatten wir noch nicht so viele, so eine größere, mittlerweile haben wir auch bei Facebook eine ordentliche Community, damals waren es noch nicht so viele. Da haben wir aufgerufen zu sagen, hey, kommt vorbei, spielt mit uns den Bausimulator. Und dann kam wirklich einer, der auch in der realen Welt Baumaschinenführer ist. Das ist die offizielle Berufsbezeichnung für jemanden, der auf dem Bagger sitzt oder auch mal einen Bulldozer bewegt. Und hat dann das Spiel bei uns gespielt. Und der Sandro, der steht uns auch immer noch häufiger zur Verfügung und erzählt dann irgendwie, ja, oh, nee, das ist aber eigentlich anders. Und das habt ihr ein bisschen zu sehr vereinfacht oder solche Geschichten. Nee, und da haben wir über die Jahre dann auch, über die Community, haben sich wirklich auch, ja, das wirklich war es, befinden sich auch wirklich dann Bauarbeiter oder Bauleute, die irgendwie das als realen Job haben, trotzdem dann auch nochmal in der Fan-Community, die uns dann ansprechen und sagen, hey, und schaut mal da, das könnte besser sein oder das könnte akkurater sein oder sowas. In der Wirklichkeit ist das anders. Man kann es ja nicht immer 100% Ja, das, wenn wir sagen, da können wir nichts machen, dann sagen wir auch, ja, bitte, es tut uns leid, es ist ein Spiel, es ist jetzt am Ende, es ist ein Simulationsspiel. Wir müssen Abstriche machen an manchen Stellen. Aber wenn wir es ohne größeren Aufwand machen können, dann gehen wir normalerweise auf solche Wünsche auch ein. Ja. Daniela, meine Frage an dich ist, du machst das ja PR-mäßig. Ja? Also du bist jetzt nicht an der Entwicklung eines Spiels beteiligt. Ne? Du musst eigentlich, wenn man so will, das Spiel den Leuten ein bisschen schmackhaft machen. Ja? Ich finde bei den Leuten, die in der PR-Abteilung arbeiten, immer ziemlich spannend, wie so ein Alltag aussieht. Was ist praktisch deine Aufgabe täglich? Also du sitzt dann in deinem Büro und denkst, jetzt haben wir den Landwirtschaftssimulator, läuft ja wie geschmiert, da wollen wir nichts machen. Der Bausimulator, wie kriegen wir den verkauft? Oder wie funktioniert das? Ja gut, ich arbeite natürlich einmal mit dem Produktmanagement zusammen, dann mit den Entwicklern selber zusammen und bekomme dann Infos. Und die muss ich dann sozusagen an dich beispielsweise dann weitergeben. Also mein Job ist die Informationsweitergabe, mehr oder weniger. Sobald es irgendwie einen neuen Entwicklungsschritt gibt, beispielsweise, hurra, wir haben die Goldmaster, wir sind fast fertig, dann ist es meine Aufgabe sozusagen, das mitzuteilen der Öffentlichkeit im Endeffekt. Ja, genau. Aber könnte auch sehr stressig sein, ne? Ja. Vor allem zu Release. Genau. Ich stelle beispielsweise Screenshots zur Verfügung, Trailer zur Verfügung. Also alles, was man über das Spiel so liest und hört und sieht, hat seinen Ursprung, also in der Presse vor allem, hat seinen Ursprung dann beispielsweise bei mir. Ja, und es funktioniert ja. Ne? Also gute Arbeit. Ja, Dankeschön. Aber wie bist du denn dazu gekommen? Also dass du sagst, ich kümmere mich jetzt um Games. Ja, da habe ich so ein bisschen mein Hobby zum Beruf gemacht. Also ich habe eigentlich schon seit Amiga-Zeiten selbst immer gespielt. Habe beispielsweise mit Monkey Island angefangen. Ja. Loom, was fast keiner kennt, aber ein ganz fantastisches Adventure ist. Ja, und habe dann erstmal nach dem Studium was ganz anderes gemacht. Habe auch PR schon angefangen, aber für Hotels.
Ah, okay. Und irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich mir dachte, könntest eigentlich noch mal die Branche wechseln. Bin dann auf die Stellenanzeige dann gestoßen und damit dachte ich mir, Mensch, das ist so eine Chance, einmal im Leben sozusagen, das jetzt noch mal zu anzugehen. Ja. Und bin dann in die Games-Branche gewechselt. Genau. Ja, und du hast, ja, wie du sagst, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Richtig. Ne? Und jetzt ist es verrückt, weil ich sage immer, bei uns ist das ja ähnlich. Wir sitzen hier in einem Studio und reden über Videospiele und verdienen unser Geld damit. Ne? Aber wir haben manchmal auch das Problem, dass wir nervige Kollegen haben, ne, Vladi? Ja. Ja. ich fand das so schön auf der Gamescom einfach. Das wollte ich eigentlich gerade noch erzählen. Da hatten wir dann diesen Moment. Jeden Tag haben wir so eine Tageszusammenfassung gemacht und dann hatte Vladi halt diesen Tag, wo er 8 Simulationen gespielt hat und dann kam er und er fing an zu weinen. Nicht, weil die Simulation... Es war eher so, dass wir, jeder hat unser Spiel erzählt und ich habe angefangen, dann über jedes der einzelnen der 8 Simulatoren etwas zu erzählen und irgendwann ging es einfach nicht mehr. Ja, und da gibt es auch ein Video von, wie der Vladi den Landwirtschaftssimulator, er hatte so einen schönen Stand mit auch Kühen, ja. Genau. Die so verkleidet waren. Und dann haben wir ihn da hingestellt mit einer Kuh, einem Mikrofon und eine Sonnenblume hat es in der Hand. Ne? Ja, aber die Kuh war wirklich großartig. Die Kühe sind fantastisch. Ja. Und das ist einfach, es ist echt ein Phänomen, also Simulation. Vor allem, weil der Stand immer voll war. Also jeden Tag war der Stand komplett voll. Besonders, wenn es ans Cowsurfing geht. Ja, dann sowieso. Dann sowieso. Was macht denn für euch einen Simulator schlecht? Das ist ja auch eine interessante Frage. Also gibt es irgendwas, wo ihr sagt, braucht man nicht? Vor allem einen Entwickler zu fragen, ist mal interessant. Werbesimulator. Findest du es schlecht? Warum? Ist das jetzt ganz grundsätzlich eine Frage nach der Thematik? Oder was hat prinzipiell in einem Simulator nichts zu suchen? Nee, ich meine nach der Thematik. Also gibt es irgendwas, wo du sagst, das muss man jetzt nicht unbedingt als Simulator rausbringen? Oder würdest du sagen, alles, was geht? Zum Beispiel Goat Simulator, genau. Ja, das ist ja ein sehr guter Einwand. Das ist ja eine, naja, sagen wir mal, augenzwinkernde Persiflage auf diesen ganzen Simulationsthematik. Das ist so als ein Fun-Game, hat das durchaus eine Daseinsberechtigung. War unfassbar erfolgreich, auch weil die Leute einfach Spaß hatten, mit diesem Ding auszurasten. Es gibt aber noch ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob Astragon der Publisher war. Es gab mal ein Spiel, das war eine Simulation, da hat man mehrere Jobs in einer Stadt gemacht. Ah, wie hieß es noch? Irgendwas mit C? Es gab einen Mini-Job-Simulator, das weiß ich noch. Nee, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Mehrere Jobs in einer Stadt. Ja, du konntest halt zum Beispiel bei der Müllabfuhr arbeiten, Economy, oder? Ja. Genau. Mhm. Und da gab es eine Möglichkeit, Abwasserkanäle sauber zu machen. Mhm. Da denke ich mir, muss das sein? Ja, also ist das so der Punkt, wo ihr sagt, okay, nimm mal mit rein oder warum? Ne, warum? Ja, sagen wir es mal so, wenn du eine Simulation machst, die praktisch die Stadtwirtschaft jetzt abbildet, dann gehört da natürlich, wenn du schon den Anspruch hast, ich mache jetzt etwas, das global sozusagen diesen Aspekt Stadtwirtschaft beleuchtet, dann muss da natürlich auch alles rein, was dazugehört. Sei es jetzt die Müllabfuhr, sei es jetzt das Gartenbauamt. Was gab es denn noch? Genau, Abwasser. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ich hab schon sehr weit gespielt und beim Abwasser habe ich mir gedacht, jetzt reicht's, hör ich auf. Es gibt Leute, die das machen wollen. Ja, genau. Also, die wollen, eben wie Daniela sagt, alles abbilden, was Stadtwirtschaft beinhaltet. Und die, also unser Müllabfuhr-Simulator beispielsweise. Aber man kann so viel machen. Weißt du, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Warum Abwasser? Weil es dazugehört. Und weil das tatsächlich auch ein anspruchsvoller Beruf ist. Also den Beruf will ich ja gar nicht runterspielen. Also das ist auch wieder eine Sache vor lauter Respekt, also die Leute, die das machen. Weil ich sage, wir setzen uns dahin, wir meckern ja auf hohem Niveau. Wir regen uns darüber auf, wenn man mit einem Baumstamm zum Jens fliegen kann. Der Jens ist ja dieses Gerät, ne? Und da kann man nämlich das Holz reinmachen. Siehst du, ich bin vorbereitet. So, aber das ist so, da war für mich so der Punkt, wo ich gedacht habe, das ist krass. Ne? Abwasser und dann musste man dieses Rohr runterfahren lassen und dann alles schön da sich darum kümmern und schön mit diesem kleinen Fahrzeug noch. Und dann denke ich mir so manchmal bei den Entwicklern so, haben die jetzt was geraucht oder? Ich glaube, es ist nur die konsequente Behandlung eines Themenbereichs im Grunde, der dann wirklich von A bis Z erschlossen wird. Ja. Und wenn dann das mit Teil des Ganzen ist, dann gehört das auch dazu. Ja, das ist ja auch gewünscht. Die Community sagt ja dann auch,
Wenn wir es beispielsweise weglassen würden, dann würde die Community sagen, ja, Moment mal. Was mit den Abwasserkanälen? Was ist denn mit den Abwasserkanälen? Dieser Job, der da eigentlich dazugehört bei den Stadtwerken, der ist nicht da. Warum? Mhm. Und, also wir haben an Spiele dann doch eine etwas andere Herangehensweise, was das Konzept angeht, als man vielleicht an ein GTA oder an einen Shooter rangeht. Ja, du hast ja den Bus-Simulator zum Beispiel als Beispiel genannt. ist es so, dass ihr dann in einem Büro sitzt und ihr macht euch dann Gedanken, was könnte unser nächstes Spiel sein? Und dann schaut ihr aus dem Fenster, also jetzt mal blöd gesagt, da fährt ein Bus, machen wir das. Genau. Nee, aber wie seid ihr auf den Bus-Simulator zum Beispiel gekommen? Einfach wegen dem Phänomen, dass es so viele Menschen gibt, die das einfach ausprobieren wollen? Nee, genau so, wie du es sagst. Also die Fenstergeschichte? Oder? Ja, doch. Also übertragen. Ja, echt, wir gehen natürlich auf die Straße und gucken, was passiert da. Wir haben unsere Formel, schwere Maschinen, Abbildung realistischer Berufe und des Alltags und gucken natürlich, was gibt es denn noch? Was kann man denn noch zeigen? Was haben wir denn noch nicht gemacht? Ach, da fällt mir ein, wenn du gerade sagtest, welche Simulatoren gibt es, wo man sich fragt, wieso macht man das? Kann man auch diesen Scheibenwisch-Simulator, wo man im Hochhaus quasi die ganze Zeit die Scheiben wischen muss, bis man ganz unten ist. Das ist krass. Für 1999. Ja, okay. Von 1999. Nee, für 19,99 €. Ach, für 19 €. Das ist das einzige Feature, was du machen kannst. Ja? Ja. Ja, da komme ich direkt zu meiner nächsten Frage. Sind Simulationen zu teuer? Ist ja ein zweiseitiges Schwert, muss man sagen. Ne? Bis dato sind ja Simulationen keine Vollpreistitel. Normalerweise irgendwo angesiedelt, ja, so zwischen 20 und 30 Euro. Oder auch wenn es dann die Collector's Edition oder irgendwas ist, dann nochmal zwischen 30 und 40 Euro. Aber wenn man es jetzt mal vergleicht, ne, mit GTA 5 oder einem super neuen AAA-Game, dann sind da ja meistens direkt 50, 60 Euro fällig. Ja. Es ist zu teuer. Der Kaufpreis des Spiels selber jetzt, würde ich nicht sagen. Ich glaube, das ist mehr als angemessen für das, was an Arbeit reinfließt. Man muss auch sagen, es hat immer natürlich auch eine Auswirkung, wenn man sagt, hier, wir stellen ein Spiel für 25 Euro in den Laden oder für 30 Euro in den Laden, dann ist klar, dass das im Zweifel mit anderen Budgets, mit anderen Größenordnungen an Entwicklungsteams erstellt wurde, als wenn man sagt, naja, da ist ein Spiel von Activision rausgebracht worden, weiß nicht, Call of Duty, wo 300 Menschen dran gearbeitet haben oder noch mehr, unendlich viel Geld. Dass das wieder reinkommen muss, ist klar. Also es spiegelt eigentlich nur wieder so ein bisschen den Erstellungs- oder Entwicklungsaufwand wider. Und ich glaube, das hat durchaus, dass das eigentlich angemessen ist, wenn man sagt, ein Simulationsspiel, was irgendwie zwischen 20, 30 oder auch mal 40 Euro kostet, das sollte den Aufwand widerspiegeln, der da reingeflossen ist. Okay, ich hätte noch eine Frage an euch. Was ist denn eure absolute Lieblingssimulation? Außer Farming Simulator. Und Bausimulator. Und Bausimulator. Ja, ich muss sagen, es sind ja viele Sachen eigentlich Simulationen, egal ob ich jetzt irgendwie Autorennen fahre oder sonst was. Ich fand, obwohl eigentlich kein tieferer Sinn drin steht, fand ich zum Beispiel Spin Tires großartig, auch wieder dieses Konzept, ne? Stimmt, technisch durch den Matsch durch, oh, geil. Und mit mehreren Leuten auch Reifen bewegen kannst. Richtig cool eigentlich, ja. Und es sieht auch noch klasse aus und verhält sich durch den Schlamm und so extrem, extrem cool. Das macht mir Spaß. An sich spielen wir fast jede Simulation, wenn irgendwas Neues rauskommt, von Berufswegen, muss man sagen. Ja. Ja. Ansonsten muss ich sagen, und natürlich auch unsere eigenen Sachen alle, aber ansonsten muss ich sagen, Spin Tires, wenn es jetzt auf Simulationen eingeschränkt ist, fand ich zum Beispiel Spin Tires wirklich einer der großartigsten Titel. So. Ist auch, kann ich auch empfehlen. Ja, ne? Gibt's bei Steam. Macht echt Spaß. Ja, ja. Ne? Genau wie den Bausimulator. Ja, klar. Und auch fürs Smartphone, ne? Ja, iOS und Android, richtig? Ja, absolut. Kostet? Was denn? Die aktuelle, die noch momentan Bausimulator 2014, die im App Store ist, kostet 99 Cent. 99 Cent? Ja. Und dann sagt man, Simulationen sind teuer, ne? Ja, im App Store ist natürlich ein anderes Preisgefüge. Ja, das stimmt. Und jetzt muss man ja ehrlicherweise sagen, auch die alte Version, das ist ja die 2014er, ist im Oktober 2013 rausgekommen, ist jetzt drei Jahre alt. Ah, okay. Wir haben da auch nicht mehr viel dran gemacht. Sie ist damals so rausgekommen, die war genau bis an die Oberkante der damaligen Geräte gestrickt und dann durften wir kein Byte mehr ändern, sonst hätte es nicht mehr auf den alten Devices funktioniert. Und jetzt die neue Version wird, Revolutionär. Riesig groß, unfassbar viele Fahrzeuge,
geile neue Jobs. Es wird geile neue cool. Jobs. Ja. Ah, das ist, was wir gerade hatten, ne? wenn man versucht, irgendwie ein Thema komplett zu erschließen, dann ist beim Bauen ist da kein Ende in Sicht. Ja. Dann, wir haben jetzt bis dato klassisch Häuser gebaut, also Hochtiefbau gemacht. Und, einen U-Bahn-Tunnel sollte man mal bauen können. Ah, siehst du, kommst du schon hier jetzt mit Spezialtiefbau irgendwie so Tunnelbohren. U-Bahn-Tunnel können wir einen Tunnel bauen. So. Aber was natürlich auch alle jetzt erstmal am lautesten geschrien haben, war, wir wollen Straßenbau sehen. Ja. Stimmt. Das ist dann halt ein Thema, was wir uns jetzt auf die Fahne schreiben. Und dann muss man überlegen, es sind noch genug Bauthemen offen, wie du schon sagtest, jetzt Tunnelbau oder irgendwie auch, muss ja nicht mal was aufbauen, man kann ja auch mal was abbauen. Das stimmt, schön mit einem Bäm. Aber ja, genau. Also, da bin ich mir sicher, wird uns in Zukunft der Stoff nicht ausgehen. Aber wenn das, Ideen das zeigt braucht, einfach. Rufst du an. Ja, okay, so machen wir es. Ja, Daniel, was sind deine Lieblingssimulationen? Außer der Farming-Simulator. Außer der Landwirtschaftssimulator. Es ist jetzt keine Fahrzeugsimulation, aber ich mag die Transocean-Reihe sehr gerne. Ah, das stimmt. Das ist die Deck 13 Hamburg. Mhm. Das ist doch so ein ach Gott, Wirtschaftssimulation, Strategie. Ports of Call-Klon. Ja. Oder ist das kennt ihr, ihr wisst nicht, was Ports of Call ist, ja, dann seid ihr zu ein bisschen. Genau. unheimlich nettes Team, steckt auch wahnsinnig viel Herzblut drin. Mhm. Und allein diese riesigen Schiffe, die da wirklich bewegt werden mit der Warenwirtschaft und so weiter, finde ich echt schön umgesetzt. Und ja, das empfehlst gefällt du. Mir gut. Geht mit Auber Steam. Also Auber Steam, ja klar. Genau, ich bin noch auch beruflich im Truck-Thema drin und bin ein ganz großer Fan vom American Truck Simulator. Ah, und den spiele ich auch privat ab und an. Ja? Zum auch Entspann. Mit Lenkrad richtig? Nee. Maus und Tastatur. Okay. Ja, das ist ja auch ein Phänomen, ne? Der Euro Truck Simulator, der American Truck Simulator, dann gibt's das war's schon. Ja, vom Euro Truck Simulator gibt es zwei Titel, also zwei Teile, glaube ich, ja, den einen und den zweier. Ne? Das finde ich aber... Verschiedene Add-ons. Genau, und das finde ich immer so schön, wenn man auch eine Aufgabe im Spiel hat, dass man zum Beispiel sein Unternehmen weiterbringen muss, dann hast du beim Euro Truck Simulator, American Truck Simulator, zum Beispiel, oder Landwirtschaftssimulator, Bausimulator, ist es ja, du musst halt mehr Geld verdienen, um dir neue Fahrzeuge zu holen. Ne? Du hast halt Ambitionen und Motivation zu spielen. Vielleicht, was ist dein Lieblingssimulator? Wenn ich nicht Farming-Simulator sagen darf, das ist natürlich meine absolute Lieblingssimulation, muss ich aber ehrlich sagen. Ich finde ganz cool auch, dass es, wir haben auch letztens privat mal einfach mal irgendwelche Maps runtergeladen, die gefeatured wurden von der Community, das weiß ich noch. Mhm. Es gab irgendwie so einen Wettbewerb, wo dann Maps gefeatured wurden, die konnte man dann einfach reinladen und die wurden auch offiziell, glaube ich, beworben und so weiter. Aber ansonsten so privat wahrscheinlich den Train Simulator. Also ich finde, der ist gut gemacht, relativ hochwertig. Und den kann man auch nebenbei laufen lassen eigentlich. Und zum Beispiel einfach nebenbei laufen lassen, nebenbei was? So das Spiel so als Nebenbeschäftigung haben. Also ich finde, der hat so eine wirklich relativ beruhigende Art, weil du auch mal einfach nur Taste drücken muss, sagen wir mal so. Also wenn du über PlayNation News schreibst, fährst du noch immer... Ja, jeden Tag. Auch eine Station. Ich fahre immer meine Strecke von Hamburg nach Lübeck, weil ich habe die Addons nicht. Ach so. Ja. Ja, beim Trainsmonat ist das Phänomen ja auch mit den Addons. Die kosten ja, glaube ich, alle Addons zusammen, ich habe mal 80.000 Euro gelesen. Nee, 4.500 Euro. 4.500? Wie komme ich auf 80.000 Euro? Das ist schon sehr viel. 80.000 Euro war viel. 5.000 Euro fast. Ja, aber ich glaube, da ist das Ding... Die meisten Addons, die es da gibt, sind so Nischendinger, die wahrscheinlich von wenigen 100 Leuten gekauft werden würden. Und wo das deshalb der Kaufpreis so sein muss, weil die lizenzieren erstmal teilweise Streckenabschnitte, dann auch die ganzen Logs und einzelne Logos. Und das dauert so, das ist wirklich nicht günstig. Und für ein paar hundert Leute extra so ein Addon zu entwickeln, da sind wirklich 40 Euro teilweise sogar angebracht, weil sonst das Addon gar nicht geben würde. Und vor allem, weil die meisten, die den Train Simulator kaufen würden wahrscheinlich ein paar Strecken kaufen, so ihre Lieblingsstrecken. Und am Ende kommt es halt auf den Preis von Sims 4 am Ende. Deswegen ist es, ich finde es relativ gerechtfertigt sogar. Ich habe noch eine wichtige Frage, die hätte ich eigentlich früher stellen müssen. Pass auf, Vladi. Wenn du den Train Simulator spielst, ne, hättest du denn nicht Lust, auch Lokführer zu werden? Soll ich ehrlich sein? Ja. Ich fand Lokführer immer interessant. Ja. Also ich fand so Eisenbahn an sich immer sehr interessant und ich könnte mir sogar vorstellen, sogar als Lokführer zu arbeiten, weil ich den Beruf gar nicht, ich finde den ganz spannend eigentlich. Und dann auch so Fußballfans, die samstags richtig durchdrehen, schön in den Lok rein. Da bin ich einen Zug zurück und die können den nächsten Zug nehmen. Also. Die Tür bleibt so. Ja. Na, aber wolltest du schon mal auf dem Bau arbeiten oder durch? Ich muss sagen, wir haben ja über unsere Arbeit am Bausimulator durchaus Einblick bekommen in die Branche. Wir haben mit den Herstellern auch an den realen Geräten mal
spielen dürfen, ja, mal was du bewegen dürfen. Bagger fahren? Ja, das kommt schon mal vor. Bagger fahren, ja. Und auch allerlei anderes Gerät. Dann durften wir auch die internen Simulatoren bei Leaper mal anschauen und so weiter. Das ist schon alles ziemlich spannend, muss ich sagen. Ich glaube, es ist aber auch ein gar nicht mal so einfacher Job. Also es ist mitunter auch hart, ne? Bei Wind und ja. Wetter halt ja. raus. Ja. Ja. Sitzt ja nicht jeder schön in seinem wolligen Krankabinchen oder in seinem Bagger drin, sondern muss dann halt im Zweifel auch draußen mal was machen. Aber das kann schon, ich weiß nicht, ich arbeite lieber mit dem Kopf. Daniel, wolltest du schon mal einen Traktor fahren? Ich bin tatsächlich schon mal Straßenbahn gefahren. Straßenbahn gefahren? Ja, genau. Warum? Und da hatte ich auch diesen Totmannschalter, wie er sich nennt, dass du auch alle paar Minütchen. Wo bist du denn Straßenbahn gefahren? Ich habe mal ein Praktikum gemacht beim Verkehrsbetrieb und da durfte ich auch mal Straßenbahn fahren. Aber nicht wirklich durch die Stadt? Doch, ja klar. Es war jemand dabei? Ja, natürlich nicht allein. Aber braucht man nicht dafür extra einen Führerschein? Also es war ein Fahrlehrer dabei und ich durfte so eine Fahrstunde. Boah. Aber es sind ja meistens auch Bahnen, die halt leer sind. Passagiere sind dann natürlich nicht dabei. Es gibt ja so Leerbahnen, wo man einfach hinternimmt, also natürlich mit Abstand, aber eine Leerbahn fährt mit ein paar Mitarbeitern meistens, die als Passagiere quasi dienen. Woher weißt du das? Ich sehe das manchmal auf der Straße. Mhm. Also da ist manchmal so eine Straßenbahn, wo wirklich steht Fahrschule und dann fährt die einfach mal durch. Genau, also es war dann so ein Fahrschulbetrieb praktisch. Susanne, bist du schon mal im Bus gefahren? Ich werde vielleicht bald Bus fahren. Also wir versuchen gerade mit unseren örtlichen ÖPNV-Anbietern da einen Deal hinzubekommen, dass wir mal Bus fahren dürfen. Okay, wenn ihr das macht, rufst du mich an. Mach ich. Ich fahre mit Bus. Ja? Ich bin Traktor gefahren. Ich bin dabei. Ich fahre Straßenbahn, Bus, Bagger, alles, was du willst. Und ich war letztes Mal der Feuerwehr. Und dann sind wir mit dem Kranwagen, diesen Korb da, hochgefahren, mit Höhenangst, ja, bis 18 Meter. Ja, war auch sehr interessant. Und ich saß auch in so einem Einsatzfahrzeug drin. Auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und war auch wirklich sehr, sehr interessant. Und die Technik dahinter, auch bei der Straßenbahn, beim Bus, beim Bagger. Bagger fahren möchte ja mal jeder gerne machen, eine Lok fahren möchte auch gerne jeder mal machen. Ne? Es gab mal ganz cool, es gibt ja immer so coole Events hier in NRW vor allem, wo man dann mit ein paar Dampfloks sogar fahren darf. So, Man darf Dampfloks fahren? Ja, also man darf mit Betreuung wird einem angewiesen und die passt natürlich auf, dass du das Ding nicht aus den Gleisen rausfährst. Aber du darfst dann mit der Lok fahren, so ein bisschen, natürlich Schrittgeschwindigkeit. Also bist du schon mal Dampflok gefahren? Nee, ich bin mitgefahren einmal, aber das war mehr Zufall, weil die Strecke, wo ich fahren wollte, war gesperrt und es war Attraktionsfahrt, da bin ich mit der Dampflok kurz gefahren, aber die war laut, echt laut. Ja, Leute, auf jeden Fall ein spannendes Thema, Simulation, ja, und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was für euch so das Phänomen darin ist, ob ihr Simulation spielt, welche Simulation ihr zuletzt gespielt habt, warum ihr Simulation spielt und wie euch die Technik dahinter fällt, was euch an einer Simulation wichtig ist. So, und jetzt merkt ihr euch das alles und schreibt es jetzt in die Kommentare. Danke, dass ihr da wart. Es war wirklich sehr, sehr cool und sehr interessant. Ihr werdet bald ein Video sehen, wie ich Straßenbahn fahre, wie ich Bus fahre und Bagger. Ne, wenn ihr den nächsten Teil für die PC-Version macht, rufst du mich an. Wo sitzt ihr? Wo ist euer... Wiesbaden. Nee. Spaß. Nee, man muss zum Abschluss noch erzählen, wir haben euch eine Mail geschrieben und ich habe das falsche Datum geschrieben. Und gestern sitze ich zu Hause, dann geht mein Telefon. Ja, Dennis, wir stehen gerade im Stau. Um 10 Uhr morgens. Ich sage, Daniela, wo im Stau denn? Ja, auf dem Auto, wir sind auf dem Weg zu euch. Ich sag, und in dem Moment, ich denke, oh. Ich sage, ja, das ist eigentlich morgen. Und dann, ja, wir kommen aus Düsseldorf. Ich denke, oh, cool, gut. Aber wir haben noch jemanden vom Weltenbau, der kommt aus Wiesbaden. Ich denke, scheiße. Und dann habe ich das so erinnert, weil wir haben damals ein Star Wars Event gemacht. Und da war genau diese gleiche Situation. Da saßen wir, waren wir alle Pizza essen. Der Patrick, der Kevin, alle waren Pizza essen. Und wir denken, wir fahren gleich ins Kino, weil wir wollten Leute von der Community einladen. Wir wollten den Release von Star Wars Episode 7, das Erwachen der Macht, auf Blu-ray feiern. Ja? Und dann haben wir die Leute eingeladen und gesagt, kommt ins Kino. Ja, dann sagt Disney so, ich gehe auf die Seite des Kinos, ich schaue nach und ich denke so, komisch, irgendwie ist das Kino ja schon alles belegt heute. Wie soll das funktionieren? Dann ruft die Dame von Disney und sagt, ja, das Kino ist voll. Ne? Ne, es ist kein Problem, Dennis, alles geregelt. Ich sage, okay, dann schreibe ich auf Facebook noch, wir sehen uns gleich, Leute. Ne? So, ich sitze dann da in der Pizzeria, wir essen alle. Auf einmal geht der Telefon, Dennis, das ist ja erst morgen. Und ich sage, ach du Scheiße. Und dann, ja, manche Leute kommen halt von 300-400 aus München nach Köln. Und wir saßen alle da so 10 Minuten lang, wir wussten nicht, was wir machen sollen. Am nächsten Tag hat es dann stattgefunden, das Kino war halb so voll. Und es haben dann Leute uns auch Mails geschrieben, dass wir denen das erstatten müssen und so.
Das war wirklich, deswegen hatte ich im ersten Moment richtig Panik. Ja, aber wir haben ja noch 7-Sterne-Hotel bezahlt. Ne? Ne? Was? Ja, du bist heute Morgen aus dem Jacuzzi ausgestiegen. Ja. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr da wart. Und auch an euch, danke, dass ihr dabei wart. Nächste Woche gibt es eine neue Ausgabe Talking Games. Morgen gibt es eine neue Ausgabe von Mafuck You. Ja. Und Dienstag haben wir dann immer unser PlayNation Battle. Da hat der Fladdy sich was richtig Schönes ausgedacht. Da bin ich auch mal gespannt. Am Mittwoch haben wir dann Gaming News. Am Donnerstag gibt es dann Toplist. Am Freitag gibt es nochmal die Gaming- oder Entertainment-News und am Samstag Kommentarshow. Da lesen wir dann eure Kommentare von heute vor. In diesem Sinne, macht's gut, Leute. Danke und tschüss.